Willkommen zurück, meine Unterwassersportfreunde hier zu Subnautica. Und wir befinden uns wieder auf Mission Aurora. Und ich bin gerade auf dem Weg hier mit meiner Cyclops dahin. Jetzt habe ich hier gerade das hier gefunden. Anscheinend ein Teil der guten Aurora. Jetzt ist die Frage. Warte mal, ich lager mal hier. Oh, ist voll. Muss ich mir mal einen zweiten bauen. Wo ist mein Crafter? So, könnte ich mir nicht vielleicht noch einen zweiten da irgendwie so hinhauen? So, nein, so. Okay, dann brauche ich noch Titanium und Glas. Wir gehen mal raus, weil ich wollte mir das hier mal angucken. Das sieht nämlich extrem suspicious aus. Ich hoffe aber, dass ich hier nicht irgendwie Ärger bekomme. Was ist da drin? Naja. Oha, was ist das hier? Guck mal an, da kommt so komische Dunst raus. Ah, das treibt einen so nach oben. Ah, alright. Okay, okay. Und hier? Das sind anscheinend alte Wrackteile der Aurora. Kriegt man da denn irgendwas? Ich dachte mir so, vielleicht sind da irgendwelche Special Items irgendwie drin. In dem alten Wrack. Die ich mir dann hier jetzt rauslooten kann. Aber scheint nicht so zu sein. Ist es jetzt einfach nur cool oder kann ich die... Ne, ich kann mir da auch... Ja, okay. Oder sind es einfach größere Teile von Scrap Metal, die ich mir hier einsammeln kann? Geh mal lieber wieder zurück. Ah, fuck. Ah, komm schon. Nein! Boah, Cyclops, hat das noch gepasst? Ah, scheiße, jetzt bin ich gestorben. Jetzt muss ich da hinschwimmen. Okay, man verliert ja immer nur das Inventar, was man nach dem letzten Autosave, also oben, als ich von Bord gegangen bin, ich hatte jetzt leider total meine... Na, ihr wisst schon. Aber da unten gab es auch irgendwie gar nichts. Jetzt muss ich da nochmal eben hin. Und dann gehen wir mal wieder an Bord. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Und ich dachte, da hätte es vielleicht auch irgendwas Cooles. Aber anscheinend tut es das nicht. Hey, und meine Essensding ist schon wieder total niedrig. What the hell? Wie kann denn das sein? Ich habe doch gerade erst mir hier voll was reingepfeift. Komm, wir essen nochmal ein paar solchen Crab-Wein-Dinger da. Dann holen wir uns. Wenn wir schon in der Nähe sind, dann hole ich mir ja gleich auch nochmal ein paar. Weil wir wollen ja auf der Aurora dann gut unterwegs sein. Und gut versorgt sein vor allem, weil mein Ziel ist es ja, die jetzt mal zu erkunden. Wir sind ja beim letzten Mal, ich sag mal, haben wir etwas na, panikartig das Schiff verlassen. Und das soll diesmal anders werden. Dann sehen wir uns gleich wieder auf der Cyclops. So, wir können dann weiterfahren, unsere Fahrt hier fortsetzen. Ich habe mich wieder zurück. Was ist denn das hier für ein krasser... Die sind alle neu irgendwie. Diese Strukturen hier unten. Und es ist super dunkel. Ich habe gerade aus Versehen gehupt. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Wir werden mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall... Ah, das auch nochmal sowas. Guck mal an. Ja, die scheinen alle hier in der Nähe von der Aurora zu sein. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt... Oh ja, da ist so eine komische... Ich geh mal raus, oder? Ich nehme meine Stasis-Kanone mit. Oh, die Cyclops dreht sich gerade ein bisschen komisch. Oh fuck, ist es hier dunkel. Hoffentlich komme ich da wieder rein. Die ist nämlich ganz schön auf Grund gelaufen hier. Hier ist nämlich so eine... Da seht ihr es? Supply Crate. Ah ja. Sehr gut. Oh, noch mehr. Oh, fuck. Oh, no. Oh, no, oh, no. Ich weiß, was das bedeutet, Leute. Und zwar ist das dieses Vieh. Ich sehe zu, dass ich hier schnell reinkomme. Oh, fuck. Ich möchte ihm nämlich wirklich nicht begegnen. Das haben wir nämlich beim letzten Mal auch gehört. Als er dieses Riesenmonster in der Nähe war.
falls ihr euch entsinnt. Und es ist gerade übelst dunkel. Und ich sehe gar nichts. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich jetzt irgendwas Cooles hier vergessen habe. Aber so ist es dann halt einfach. Aber ich glaube, ich habe hier alles ausgegraben. Das waren jetzt drei. Boah, ich werde weggeschubst von ihm. Oh nein, was zur Hölle? Okay, es schubst mich anscheinend immer noch. Ich versuche irgendwie wegzudrehen. Ich glaube, es zieht mich nach unten. Oh fuck. Ah. Holla, die Waldfee. Boah, oder guck mal, was da unten liegt. So viel Supply Crates. Oh, was ist los? Was ist mit meinem Schiff los? Ja, er schiebt mich. Leute, er schiebt mich tatsächlich. Ich glaube, es versucht mich irgendwo gegen die Wand zu drücken oder sowas. Das hat mich... Ich kann mein Schiff nicht kontrollieren. Okay, ich glaube, wir sind frei. Nur eins davon. Warum kann ich vielleicht... Ich müsste definitiv meine Cyclops bewaffnen können. Ich brauche auf jeden Fall eine Art von Stasiskanone oder irgendwie was. Oder auch so eine Freeze Cannon. Wobei, das ist ja, glaube ich, die Stasiskanone. Um mir dieses Ding hier vom Leib zu halten. Aber ich glaube, so damage-technisch irgendwas töten gibt jetzt nicht. Also ich habe das schon gesehen. Also ich kann mit meinem Messerchen natürlich angreifen. Aber ich denke, da werden wir bei dem Kameraden nicht sonderlich weit kommen. Ich habe meine Seamoth noch dabei, aber ich weiß nicht, wenn dieses Wesen es schafft, meine Cyclops problemlos hier durch die Gegend zu ziehen, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass meine kleine Seamoth dafür einfach nur billiges Futter ist. Und ich möchte das Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen. Liegen auch noch so Fragteile. Ja, die liegen hier überall. Oha. Das ist ganz schön abgefahren. Gut, wir lassen mal unser Schiffchen hier so stehen, würde ich sagen, oder? Okay, ich denke, hier sind wir einigermaßen in Sicherheit. Okay, Leben ist da. Platz. Ich lagere mal die Sachen hier um, was ich schon gefunden habe. Die beiden Energiezellen. Den Rebreather nehme ich auch mal mit. Okay, das sollte passen. Ah, warte mal, vielleicht... Wenn ich dann doch irgendwie irgendwas... Ich nehme ein bisschen Titanium mit. Vielleicht muss ich irgendwas bauen. Oder irgendwas reparieren oder sowas, weil ich nämlich mit beim Welder dann da irgendwie was machen muss. Deswegen nehme ich jetzt lieber mal ein bisschen Titanium mit, würde ich mal sagen, liebe Leute. So, komme ich jetzt hier runter? Yes. Okay, okay, okay. Also, los geht das. Wir waren hier ja schon mal einst. Guck mal, da liegt jetzt auf einmal eine ganze Tür. Wie krank. Okay, also aufgepasst, jetzt wird wenigstens wieder schönes Wetter. Und man sieht ein bisschen was. Oh, fuck. Geh weg. Okay. Hauptsache diese Crates einsammeln. Meine Kanone. Der ist explodiert? Kein Scheiß. Nee, da ist irgendwas runtergefallen, oder? Ach, diese Biester. Die machen nämlich übelst Schaden. Okay. Das sah aber beim letzten Mal anders aus, als ich hier war, oder? Kann da entlang krabbeln. Wo muss ich denn lang, liebe Leute? Kann ich da irgendwie hoch? Ja, ich kann hier schon... Ach, guck doch mal, da drüben kann ich auch noch rauf. Oder? Oh, ich will hier nicht so weit rumschwimmen, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst vor dem... vor dem Vieh, das da irgendwo... dass hier irgendwas auf mich niederstürzt. Auf
vielleicht doch die Seamoth rausholen und mit der hier so ein bisschen rumfahren. Ich will nicht immer die große Cyclops hier mit rumschleppen. Gott, jetzt habe ich mich irgendwie... Okay, da sind wir. Die Dinger tauchen richtig. Ah, sie können aber anscheinend nicht überleben unter Wasser. Das ist gut. Also hier geht es wohl nicht weiter. Oder sehe ich das... Sehe ich das falsch? Genau, da sind wir rein. Da wird jetzt gerade ein so ein Ding aufgehoben. Und woanders geht's hier nicht lang. Nö, da geht's nirgendwo hin. Da geht's auch nirgendwo lang. Vielleicht sollten wir dann doch auf die andere Seite fahren. Wie schnell mein Essen hier verbraucht wird, ist ja unglaublich. Und gucken nochmal. Aber so verbrauche ich natürlich übelst Energie für das große Schiff. Aber ich meine, wir haben jetzt schon zwei Energiekerne gefunden. Beim letzten Mal, als wir da waren, da ging es aber noch weiter rein. Da konnte ich da irgendwo hoch. Ich habe noch 20% Power. Wieso? Ach, weil da nebenbei die Seamoth auflädt. Fuck, war die so leer? Scheiße. Gut, aber ich habe zwei Packs gefunden. Dann könnte ich notfalls noch ein bisschen laden. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Vielleicht kann ich da noch irgendwo an Bord gehen. Sieht das da so aus? Ja. Das brennt aber. Okay. Ah ja, das... Ich bin total unsicher gerade, ob ich da überhaupt an Land gehen kann. Und ob ich das will. Oder war da die andere Seite doch schon besser? Gut, wir lassen sie hier mal stehen. Ich möchte nicht ohne Ende Energie jetzt noch hier verschwenden. Wir gucken uns das mal hier zu Fuß an. Wobei, wenn ich ehrlich bin, sieht das jetzt nicht so aus, als müsste ich da... Als könnte ich hier zwingend rein. Vielleicht hätte ich auf der anderen Seite irgendwie reintauchen müssen oder so. Okay. Okay, okay. Also hier komme ich auf jeden Fall hin. Aber wohin jetzt? Ich kann mich weder ducken noch sonst irgendwas. Ich kann nur höchstens springen. Da komme ich nicht durch. Das Feuer macht mir keinerlei Schaden. Oh fuck. Das gehört. Muss ich hier vielleicht irgendwo reintauchen? Nein, oder? Also ich bin jetzt dann doch stark verunsichert, ob ich hier überhaupt irgendwo noch weiter reinlaufen kann. Beim letzten Mal war das doch ein bisschen anders. Hat sich da vielleicht irgendwie diese Statik verändert? Oder ist das jedes Mal ein bisschen gedreht? Das ist ja komisch. Ich habe jetzt eigentlich keinen weiteren Eingang gefunden. Und das mit ihr hier wird mir jetzt so ein bisschen zu suspekt. Ich denke, wir werden jetzt mal den Kern ein bisschen aufmöbeln. Schauen, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Power geben. Ich weiß nicht, ob die Powerzellen dann verschwinden. Naja, die verschwinden dann, wenn sie leer sind. Aha, okay, okay. Ansonsten hätte ich in der Seamoth auch noch eine Powerzelle. Aber wir brauchen auf jeden Fall dann noch neue, weil wir müssen irgendwie auch wieder zurückkommen. Und hier komme ich definitiv nicht mehr an Bord. Jetzt ist die Frage, gucken wir nochmal auf der anderen Seite nach? Oder treten wir die Heimreise an? Auf jeden Fall fällt mir es gerade sehr schwer, die Entscheidung, weil ich möchte definitiv irgendwie an Bord gehen, so wie es beim letzten Mal eigentlich auch schien. Da war ich ja schon relativ weiter drin. Oh, daher kommen die komischen Geräusche. Okay. Oh, da könnte ich rauf. Guck mal, Leute, hier. Ich war vorhin da drüben, nicht wahr? Das hier sieht interessant aus. Oh, ich dutze auf.
Okay, das Vieh ist hier auf jeden Fall unterwegs. Wir gehen trotzdem raus. Aber an Land. Ich möchte nur wissen, wohin. Dahin. Okay. Oh fuck, was war das? Irgendwas hat mich gerade irgendwie weggeschoben. Okay, okay, okay. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder an Land. Unser schönes Raumschiff ist auch da. Oder unser Unterwasserschiff, wie auch immer. Kommt ja so fast auf selber raus. Okay, und hier scheint es auch deutlich weiter zu gehen. Wir nehmen jetzt mal auf jeden Fall hier jeden Scheiß mit, den wir irgendwie finden. Und ich nehme mir vor... Was ist nur mit diesem Vieh? Gut, nochmal mehr Energie, das ist geil. Oh, wie es da rumhängt. Ich würde es ja gerne irgendwie töten, aber ich denke einfach, dass das nicht geht. Waren wir dort vorhin? Ist das, habe ich das schon gelootet? Dieses Teil. Ja. Oh fuck, ich bin abgeschützt. Okay, ich konnte es einfrieren. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Oh nein, nein. Packy, 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 mach keinen Scheiß. Packy, mach keinen Scheiß. Alter, Alter, Alter. Ich muss da wieder hoch. Ich muss da wieder rauf, bevor das wieder... Bevor das wieder loslegt hier. Oh Gott. Oh, das buggt da Gott sei Dank irgendwie so ein bisschen rum. Und ich brauche noch was zum Phrasen. Aber ich muss wieder an Bord. 19%. Oh Mann, warum denke ich da nicht vorher dran? Also man kann es auf jeden Fall einfrieren, dieses Ding. Oh, das buggt da so blöd rum. Warum hat meine Cyclops nicht so eine Kanone on board? Das frage ich mich dann schon so ein bisschen. Das bräuchte ich nämlich massivst. So. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so ein bisschen was mit, ne? So. Nehmen wir mal alles mit. Und auch noch eine Flasche Wasser. Und jetzt gehen wir wieder raus. So, und jetzt geht's hier aber eiskalt. Weil man töten kann ich es wahrscheinlich nur mit dem Messer. Jetzt ist halt die Frage, bringt das was, wenn ich das einfriere und dann mit dem Messer daran rumschlitze? Das müssten wir gegebenenfalls mal testen. Ich möchte jetzt aber erstmal hier weiterkommen. Ganz ehrlich, Leute. Weil ich wissen will, was sich hier in der Aurora noch finden lässt. Aber richtig coole Items. Warum werde ich denn jetzt hier so weggeschossen? Bisschen buggy ist es schon noch, ne? Also auf jeden Fall richtig viel Zeug hier und vor allem richtig gute Sachen zu holen. Ich meine, so Battery Packs und sowas sind immer extrem schwer zu bauen, weil die super dumme Matzen haben. Okay, so ein Signal. Bei den Signals habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt, was ich damit machen soll. Oh, da ist ein Ding auf mich runtergefallen. Okay, okay, okay. Jetzt bin ich hier oben, müsste jetzt über diesem Wesen sein. Hoffentlich falle ich da nicht runter. Da ist es noch unterwegs. Ist die Frage, geht's hier noch weiter? Oh, da. Oder? Nein. Oh, fuck. Kann ich jetzt mit dem Messer? Nein, ich bin irgendwie gefangen. Okay, nein, doch nicht. Kann ich hier noch irgendwie weiter? Boah, jetzt wird's hier gerade total zum Hexenkessel. Geht's hier jetzt noch irgendwo hin weiter? Das ist die Frage. Nein, nein. Oh, ist es weg? Ist es weg? Okay, ich glaube, es ist weg. Oh Gott. Mein Bordcomputer warnt mich auch gar nicht mehr. Was ist los? Okay, 61%, mit denen müssen wir jetzt irgendwie arbeiten. Es ist dunkel hier drin. Hier draußen. Und wir müssen gucken, wie wir noch irgendwie weiterkommen. Hier habe ich alles eingesammelt. Ist natürlich jetzt schwierig zu sehen, wenn es so dunkel ist. Ob ich noch irgendwo raufklettern kann. Aber ich dachte mir, das wird wahrscheinlich hier schon so schlauchähnlich irgendwo dann immer weitergehen. Jetzt dachte ich, ich komme da irgendwie rüber, hier über so einen komischen... Über so... Hier über den da. Na? Wisst ihr, was ich meine? Oh fuck, was ist das da ein Loch drin?
Gott sei Dank ist dieses Vieh nicht mehr da. Holla die Waldfee. Jetzt wird es auch echt eng mit Essen. Dann sieht diese Clipping-Fehler. Also wenn man sich hier so konzentrieren muss, dann nervt dieser Grafikbug manchmal schon ein bisschen. Und gut dunkel ist es, ey. Wirklich gut dunkel. Wie viel Energie habe ich noch? 96%, okay. Ich kann hier auch nicht rennen. Ich habe es noch nicht vergessen, da drüben war irgendwie... Was für ein Riesenschiff auch. Da drüben war so ein Loch. Das ist natürlich jetzt scheiße, weil man überhaupt nichts sieht hier. Und es wird immer dunkler und dunkler. So, okay. Hier gehen wir weiter. Da war irgendwo... Okay, nein, fall doch da nicht runter. Warum springt der so komisch? Oh, das ist so nervig, dass dieser Boden reagiert nicht so richtig auf Berührung. Das ist ganz eigenartig. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig bescheuert. Ich muss da jetzt rein. Das machen wir dann in der nächsten Episode, würde ich sagen. Bis dahin, dranbleiben, es bleibt spannend und tschüss.